Willkommen zurück zu Horse Adventures Riding Camp. Beim letzten Mal haben wir eine Mission für das Kapitel Querfeldein gemeistert und jetzt reiten wir zur nächsten. Und zwar da vorne an der Hütte, da wartet die gute Frau oder Mann, um uns eine neue Aufgabe zu geben. Und mal gucken, was sie für uns hat. Du musst eine der Teilnehmerinnen des Camps sein. Hör mal, kann ich dich um einen Gefallen bitten, wo du gerade hier bist? Mein Vater ist zum Fischen rausgefahren und meine Großmutter hat furchtbare Kopfschmerzen. Wir haben keine Kopfschmerztabletten mehr, aber ich bin sicher, dass Mrs. Roberts unten am Stall noch welche hat. Ich kann Großmutter jetzt aber nicht alleine lassen. Kannst du mir eine bringen? Selbstverständlich machen wir das. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Camp, um diese Kopfschmerztablette zu besorgen. Ein Vogelhäuschen. Und dabei haben wir die Gelegenheit, uns nochmal die schöne Gegend anzugucken. Wen auch immer, ich würde sagen, dieses Pferd gehört, aber da steht noch einer vor. Habe ich zuerst gar nicht so wahrgenommen. So, auf zum Camp. Und ich meine, wir müssen jetzt hier rechts weitergehen. Wenn nicht, dann muss ich noch einmal auf der Karte gucken. Da hinten sehen wir schon das Camp. Wir sind auf jeden Fall richtig. Und dann reiten wir mal zu Mrs. Robertson, hieß sie, glaube ich, die Besitzerin von diesem Camp. Und ich bin mal gespannt, wann die Storyline weitergeht von ihrer verstorbenen Oma. Aber jetzt geht es erstmal wohl nur um die Kopfschmerztablette. Genau, Hilfe für Großmutter. Oh je, arme Mrs. Jones, ich glaube, ich habe nichts gegen Kopfschmerzen, aber Kyle müsste etwas haben. Frag ihn doch mal, ja? Okay, Kyle müsste eigentlich direkt hinter mir stehen, wenn ich ihn gerade richtig gesehen habe. Genau, da ist er, der gute Kyle. Kyle ist, glaube ich, der Sohnemann von der Mrs. Robertson und der Stallbursche. Ja, ich glaube. Oh, Mrs. Jones. Ja, genau. Die Hütte ist wirklich ganz schön weit weg. Sie hatten Glück, dass du vorbeigekommen bist. Egal. Nimm die Kopfschmerztablette aus dem Medizinschränkchen, die sollte ihr helfen. So, und da sehen wir rechts oben einen Punkt. Und da müssen wir hinreiten, weil da gibt es diese Kopfschmerztablette. Ich weiß nur nicht genau wo. Kann sein, dass das Medizinschränkchen vielleicht hier drin ist. Ich reite mal hier hin, steige mal ab und dann gehe ich nochmal dort hinein. Weil dieser Punkt bedeutet immer, dorthin ist das Objekt, wo wir hin müssen. Nur wo könnte das Medizinschränkchen sein? Da könnte das doch sein. Ist das ein Medizinschränkchen oder ist das Wasser? Das ist ein Wasserhahn, okay. Dann weiß ich gerade nicht, wo ich hier hin muss. Weil das sind hier die Pferde, die ich zur Auswahl habe. Da hinten ist es. Wird mir gerade angezeigt, okay. Das ist die Medizin für Felicitys Großmutter. So, hier kann ich das mal zeigen mit den Pferden. So, wir haben das dritte Pferd, weil wir schon drei Abzeichen haben. Und wenn wir jetzt vier Abzeichen bekommen, dann dürfen wir den Hannoveraner reiten. Und bei fünf Abzeichen den Holsteiner. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Jetzt bringen wir erstmal der guten Frau ihre Kopfschmerztablette. So, einmal bitte aufsitzen. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Karte. Und genau, da sehen wir das grüne Sternchen. Dann ist die Mission, wäre dann damit dann abgeschlossen. Und dann mal gucken,
ob wir noch außerhalb des Camps noch eine Mission bekommen oder halt die Missionen, die hier im Camp angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, ob wir alles auf einmal annehmen könnten, aber das machen wir mal nicht, sonst komme ich da auch durcheinander. Was es bei diesem Spiel auch noch gibt, ist es ein Tag-Nacht-Wechsel. Sobald es Nacht wird, müssen wir wieder im Camp sein, weil das halt... ich bin falsch gelaufen. Mein Pferd wollte aber jetzt auch nicht. Dann drehe ich mich einmal um und laufe geradeaus weiter. Weil man darf nicht, wenn es dunkel ist, außerhalb vom Camp sich aufhalten. Und dann, wenn man zu lange weg ist, dann sagt der junge Mann von eben, ich hole dich jetzt ab, und dann landet man im Camp und beginnt den nächsten Tag direkt wieder. Was ich halt natürlich nicht weiß, ist, was mit den angenommenen Missionen passiert, wenn der Tag beendet ist. Ob dann die Missionen trotz alledem weiter einfach laufen oder ob die Mission dann gescheitert wäre oder von vorne beginnen werden müssen. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Weil bisher war ich einfach mit den Missionen immer fertig, sobald der Tag zu Ende war. Hey, Barbie, schön. Oh, vielen Dank. Meine Großmutter ist dir sehr dankbar und ich bin es auch. Ich gebe sie ihr sofort. Und, also, würdest du... Oh, tut mir so leid. Ich bin nur total überfordert wegen des Sturms und so. Ich könnte ja wirklich Hilfe gebrauchen. Es gibt so viel zu tun. So, jetzt hat sie noch eine Mission für uns, wie man sieht. Ich bin so froh, dass du wiedergekommen bist. Ich habe gerade gesehen, dass die Vogelfutterstationen total leer sind. Das ganze Futter ist in dem Sturm wahrscheinlich weggeweht worden. Vielleicht füllen wir sie wieder auf? Die Vögel haben vermutlich schon Hunger. Möchtest du das Abenteuer annehmen? Ja. So, jetzt sehen wir hier überall, da oben auch diese, rechts oben diese orangenen Punkte. Da müssen wir hin und einsammeln. Und dann die vermutlich hier hinbringen. Bitte sehr, ihr kleinen Vögelchen. Leckerer Teig für eure Gesundheit. Das ist auch ein Vogelhäuschen, da können wir jetzt nichts hinbringen. Ach doch, wir haben noch. Ah, okay, ich habe gedacht, ich müsste erst die ganzen Futtersachen sammeln. Okay, dann reiten wir jetzt erst da hoch, da sind nämlich zwei Stück, und dann nochmal da runter. Und dafür werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bekommen, hoffe ich mal. Weil, wie gesagt, manchmal kriegt man für Missionen auch Geld. Und Geld dient dafür, dass wir uns Klamotten kaufen können. Also die Sachen, die ich jetzt gerade trage, die Stiefel, die Hose, das Oberteil und den Hut, die Sachen habe ich mir gekauft, weil ich starte, glaube ich, mit einer kurzen Hose und mit einer Sonnenbrille, glaube ich. So. Das hätten wir erfüllt und jetzt gehen wir wieder zurück, um zu bestätigen, dass wir die Mission gemeistert haben. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Großmutter geht es schon etwas besser. Aber ich überlege, was ich noch tun kann, um sie aufzuheitern. So, und sie hat noch etwas für uns. Ich habe überlegt, was ich noch tun kann, um Großmutter aufzuheitern. Da kam mir eine Idee. Ihr Lieblingstee, Hibiskus, wächst hier auf der Insel. Wenn wir welchen pflücken und ich hier eine Tasse davon koche, fühlt sie sich bestimmt schon besser. Ja, dann machen wir das doch. Und man sieht da rechts oben die roten Punkte. Und dafür muss ich in diese Richtung. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, so weit ist es ja nicht weg. Dann reiten wir mal dahin. Da haben wir heute aber der guten Frau kräftig unter den Arm gegriffen. So, wie man jetzt sieht, die Sonne geht so langsam unter. Und wie gesagt, und ich weiß nicht, was passiert, wenn jetzt der Tag zu Ende geht, ob dann die Mission so bleibt wie jetzt. Hier ist eine Hibiskusblüte. Oder ob ich die Mission nochmal von vorne machen muss. Einen Apfel haben wir auch gefunden. Hier ist eine Hibiskusblüte. Hier ist eine Hibiskusblüte. Aber ich bin mal guter Dinge, dass wir das noch schaffen. Hier ist eine Hibiskusblüte.
bevor der Tag zu Ende ist. Aber ich muss sagen, mit diesem Sonnenuntergang und diesem Tag-Nacht-Wechsel, das sieht grafisch alles sehr, sehr schön aus. So, jetzt gehen wir mal wieder zu ihr. Hey, Barbie! Diese Blüten sehen perfekt aus. Vielleicht kann der Tee sie etwas aufmuntern. Ich habe im Radio gehört, dass schlechtes Wetter aufzieht und mein Vater ist draußen beim Fischen. Ich hoffe, er kommt sicher ans Ufer zurück. Obwohl schon jemand das Licht im Wachturm angemacht hat. So, dann vermute ich mal, dürfen wir doch das Licht im Wachturm anmachen, aber irgendwie stand ich ein bisschen zu nah dran, um mit der Guten nochmal zu reden. Ach nee, das war schon. Ich guck mal gerade auf die Karte. Ach, da ist der Wachturm. Wachturm oder Leuchtturm? Ich meine, Wachturm hat sie gerade gesagt. Okay, dann muss ich da jetzt hin. Ich wollte mal was anderes gucken, und zwar mein Fortschritt. Genau, wir brauchen jetzt noch 2 Missionen, um dann die Endprüfung für die letzte Schleife zu kriegen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das schaffe, wie man jetzt hier sieht. Die Sonne geht unter. Weil der Tag sich ja langsam dem Ende neigt. So, laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Natürlich nicht. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss zu diesem anderen Stern. So, wir gucken mal, ob wir das noch schaffen. Ansonsten müssen wir das am nächsten Tag machen. Ist die Frage links oder rechts rum? Ich behaupte mal links rum. Was steht denn da auf dem Schild? Wachturm, links hoch. Okay, dann brauchen wir jetzt gar nicht auf die Karte gucken. Wie man sieht, querfeldein heißt wirklich querfeldein. Also kein offizieller Weg hier. Auf der Karte steht zwar schon, aber jetzt nicht hier im Spiel selbst. Oh nein. Oh, da bin ich nicht gut abgesprungen. Ein bisschen langsamer werden. Man wird gerade ein bisschen kurvig. Ah, ich glaube, die Mission packen wir nicht. Wie man sieht, überall umgeknickte Bäume. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Weil ich gerade auch nach links und rechts guckte, wegen irgendwas sammeln. Das ist alles von diesen verheerenden Sturm, von denen die immer hier reden. Und wir mussten schon viel, viel helfen, um hier aufzuräumen. Ja, der Weg ist auch, gerade auch im Dunkeln, finde ich, sehr unübersichtlich. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn ich den Weg zu Fuß gegangen wäre. Ja, ich stecke gerade ein bisschen feste. So, es kann aber wie gesagt sein, dass gleich der junge Mann mich anruft und sagt, ich hole dich ab, weil du musst zurückkommen. Und dann müssen wir das gleich nochmal machen. Ja, der Weg hier rauf ist schon mühselig, wenn ich ehrlich bin. Besonders wenn die Abendsonne am Himmel steht. Ich habe das Gefühl, ich reite gerade falsch, weil ich entferne mich doch gerade wieder, oder? Ja, ich bin jetzt falsch abgebogen. Komme ich da noch hoch? Ah ja, jetzt kommt das Telefon. Barbie, es ist spät. Die Camper müssen längst wieder im Stall sein. Ich hol dich ab. So. Dann ist das so, dann beenden wir den Part und machen das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, euer MyGamingWorld81.